Oh, leichter Lockup. Ja, im Driftmodus hier rum. Das zählt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir mal die Formel 2 Pole Lap Challenge, denn gerade eben ist Jack Doohan mit einer 1:40.542 in Bahrain auf die Pole Position gefahren. Glückwunsch erstmal dazu, deswegen habe ich auch die Alpine Cap. Warum? Weil er nämlich zum Alpine Programm nämlich gehört. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann ich seine Zeit knacken? Das werden wir in diesem Video herausfinden. Aber erst einmal zeige ich euch das Setup. So, dann werde ich euch mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe hier höhere Spitzengeschwindigkeit als Voreinstellung genommen und habe das Ganze wie folgt gemacht. Ein 7,5er Flügel, 60-40 im Sperrdifferenzial. Erstmal Grüße ging raus an Gagarot, der mir erklärt hat, dass das 60er auf jeden Fall the way to go ist. Dann quasi wie bei der Formel 1 auch. Der erste komplett nach rechts und dann die anderen komplett nach links. 1,4, 1,2, 2,6. Ich denke mal, das sollte klar gehen. Bremsen habe ich auf 57. Ich wollte eigentlich erst mit 60, aber da habe ich gemerkt, nee, das geht gar nicht. Und die Reifen komplett auf Maximum. Also würde ich sagen, probieren wir unser Glück. So, und auf geht's, liebe Leute. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Zeit knacken können. Ich habe zwar schon in der Bestzeit gesetzt, aber leider war die ungültig. Oh, leichter Lockup. Ja, im Driftmodus hier rum. Das zählt. So, etwas früher bremsen, so ungefähr hier. Vielleicht sogar ein Ticken zu früh. Nein. Boah, Scheiße! Hier muss man extremst aufpassen, denn der linke Vorderreifen, der blockiert unheimlich schnell. Also da ist wirklich sehr sachte mit dem Bremspedal umzugehen. Ungefähr hier bremsen. Ja. Musst du vom Gas gehen, weil ich krieg die Kurve nicht ganz. So, ja, der Apex. Den Apex habe ich gut getroffen. Bremsen. Ja, okay. So. Flügel auf. 1,40,7. Okay. Da fehlt aber noch ein kleines bisschen. Also würde ich sagen, probieren wir das Ganze nochmal. So, liebe Leute. Runde 2. Knacke ich jetzt Jack Doohans Zeit? Oder knacke ich sie nicht? So, dieses Mal kein fetter Drift. Bisher eine Zehntel hinterher. Das schaffen wir. Ja, vielleicht ein bisschen früh gebremst. Dennoch Zeit, aber deutlich verkürzt. Zwei Gänge runter, leichter Lockup. Hier ungefähr bremsen. Ja, oh, das sieht aber sehr gut aus. So, und hier ungefähr bremsen. Ja, stehendes Rad, wie ich bereits sagte, gar nicht so einfach. Oder Meterschild etwa bremsen, vielleicht sogar einen Ticken später. Was diese Boliden übrigens gar nicht mögen, ist Shortshiften. Hat man mir mal gesagt. Oh, Freunde, das sieht aber wirklich sehr gut aus. Ja, wenn ich jetzt keinen fetten Fehler mache, dann sollte ich das schaffen. 9 Zehntel. Oi, oi, oi. Und am Ende ist es eine 1:39,9. Okay.
Ich habe nicht wirklich viel Training gehabt, vielleicht 10 Minuten. Und das Setup, das habe ich mir quasi, könnte man sagen, zusammengewürfelt. Aber scheinbar hat es funktioniert. Ich habe die Zeit von Jack Doyle mit 6 Zehntel Unterschied geschafft. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, liebe Leute, eher ein kurzes Video, aber ihr habt es gesehen, ich habe es geschafft. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob ich sowas schon mal gemacht habe, dann klickt mal hier oben, denn da habe ich für euch ein Video verlinkt. Da bin ich mit Oscar Piastri in Saudi-Arabien unterwegs gewesen. Und ob ich die Polzeit da geknackt habe, das werdet ihr erfahren, wenn ihr da draufklickt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bis dann und ciao.